So, mein Freund, wo bist du denn lang gerannt? Ich weiß nicht, ob ihr das im Video seht. Oh shit. Die sind gerade verblasst. Haha. Aber das liegt wahrscheinlich am Regen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Aber ich meine, er rennt dann auch gern sehr, sehr gerne hier hoch. Deshalb vermute ich mal, ist er hier hochgelaufen. Und wir hoffen einfach mal, dass wir nochmal die Gelegenheit bekommen, ihn so abzufangen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, liegt er hier im ersten Gras vielleicht? Schon. Ist er hier? Nö. Hier ist er schon mal nicht. So wie das aussieht. Boah, was ist denn das jetzt? Es ist jetzt gerade so nebelig geworden. Irgendwie sinkt gerade meine Ausdauer schon wieder so rapide. Hat er mich mit irgendwas getroffen? Oder verletzt? Nee. Nahrung. Taiwanesische Kobra. Die werden wir essen. Ich könnte natürlich auch seinen Papagei essen. Ich weiß nicht, ob er das mitbekommt. Ah, dieser Nebel. Der ist doch hier hochgerannt. Meine ich zumindest. Die Fußspuren haben zumindest in die Richtung geführt. Ach, da ist er. Ich sehne. Ich sehne, ich sehne. Ja, und jetzt? I don't think so. Ah, so geht das also. I don't think so. Here, take it and go. Ah, fuck! Egal, ich habe seine Tarnuniform. Das ist genau das, was ich wollte. So, gucken wir mal. Läuft er hier unten irgendwo rum? Nein. Aber angucken tun wir die mal ganz kurz. Zumindest möchte ich mal wissen, ob die uns jetzt vielleicht einen Vorteil verschafft. Moos. Diens Tarnuniform. Nö, bringt uns gerade gar keinen Vorteil. Ja, die Spinne wäre jetzt natürlich ganz gut, aber die zieht die Stamina runter und das ist hier sehr gefährlich. Wenn die Stamina hier unten ist und der die Möglichkeit hat, auf dich dann zu schießen, dann bist du sofort weg vom Fenster. So. Also hier ist er jetzt definitiv abgehauen. Das heißt, ich werde mich mal ganz kurz. Ach ne, ich habe ja seine Fußspuren. Ach ne, das sind meine. Fuck. Egal, egal. Wir haben ihn ja auf jeden Fall schon mal so ein bisschen wenigstens erwischt. Und ich kann gerade nichts erkennen. Also er scheint schon mal nirgends hier irgendwo zu sein. Ich kann mal. Ist das Scharfschützengewehr gleichzeitig ausrüsten? So, da. Nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist mir hier zu blöd irgendwie. Deshalb muss ich mal hier weiter gucken.
Ah, da haben wir wieder Fußspuren. Und das sind nicht meine. Das heißt, der junge Mann ist hier wieder entlang gelaufen. Den Fußspuren werde ich jetzt gleich mal wieder folgen. Solange sie noch sichtbar sind. Ja, der ist hier hochgelaufen. Dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wo er denn liegen wird. Und deshalb werde ich hier jetzt auch ganz vorsichtig weiterlaufen. Mich dabei noch ein bisschen umgucken, falls er weitergelaufen ist. Aber nein, der wird direkt hier oben liegen, denke ich mal. Ach Gott, das war eine Ziege, die hat mich jetzt erschreckt. Oh ja, der liegt da auch schon. Muss ich echt mal gucken, wie nah ich an den rankomme. Fuck. Er hatte mich gesehen. Zum Glück aber hoffentlich nicht getroffen. Nee, er hat mich nicht getroffen. Hat danach seine Granate zum Glück gleich geworfen. Und wollte mir schon entgegenlaufen, hat sich dann aber doch gedacht, nö, der schießt mich an, ich gehe doch mal lieber einen anderen Weg. So. Da haben wir auch schon wieder immer noch die Fußspuren. Das ist, wenn man den einmal gut gefunden hat, dann ist das gar nicht so schwer, muss ich sagen. Okay, hier können wir weiterlaufen. Oh nein, so Benno West finde ich gar nicht witzig. Weil ich dieses Gebiet als äußerst unübersichtlich empfinde. Und ach so, und mit dem Nachtsichtgerät sieht man doch die Fußspuren auch noch ein bisschen eindeutiger. Aber ich sehe die auch so im Matsch. Deshalb lasse ich das mal abgeschaltet. So, hier ist er schon mal nicht. Er ist weiter hier hintergelaufen. Und wahrscheinlich in den Fluss. Na super. Ich werde jetzt doch mal die andere Waffe ausrüsten und mir ein bisschen Nahrung noch besorgen. Ich hoffe, ich... Nee, halt, okay, kleinen Moment. Nahrung, so. Und zwar kann ich die taiwanesische weglegen. Und den Glühpilz wollte ich ja aufheben. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach so, ich wollte mir die andere Waffe... Ach Gott, ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt, weil ich liebe diesen Kampf. Der ist eigentlich so schön und spannend. Und von daher... Nahrung ist voll. Dann werde ich doch mal etwas etwas essen, und zwar so eine eklige Ration. Die Macker nehme ich gar nicht, Snake. So, das hätten wir, und dann kriechen wir hier durch diesen schönen kleinen Fluss. Ja. Wo ist er denn hin? Ach, da hinten. Okay. Ist gerade ein bisschen laut, dieser Fluss, habe ich das Gefühl. Aber... Ja. Kriechen wir hier mal weiter durch das hohe Gras. Und ich denke, er wird auch hier gleich irgendwo... Oh, ich sehe keine Fußspuren mehr. Wird auch hier gleich irgendwo lauern.
Würde ich mal vermuten. Die Frage ist nur, wo. Weil ich kenne dich hier gar nicht aus, fällt mir gerade auf. Okay, der kann überall sein. Ich gucke nochmal auf die Karte, wo ich denn bin. Und da sehen wir die verschiedenen Sniperpunkte. Also er könnte jetzt rechts auf dem sein, also rechts von mir. Links daneben oder noch weiter hinten. Oh, das ist gerade schwierig. Nein, nicht das Nachtsichtgerät, das andere. Nee, das nützt mir gerade irgendwie gar nicht. Hä? Okay, nee, ich sehe hier nichts. Der könnte überall sein. Ganz vorsichtig und langsam mal hier hinter gucken. Da soll der irgendwo sein? Wo soll er denn da sein? Ach so, dahinter dann noch. Oder da hinten irgendwo in der Richtung. Kann ich jetzt so aber nicht ausmachen. Deshalb. Hier soll der irgendwo sein? Das verstehe ich nicht. Oder könnte er, ich sage immer soll, der könnte hier irgendwo sein. Aber das sieht mir ja nach gar keiner guten Sniper-Position aus. Hier etwa? Tja. Nee, dann ist er wahrscheinlich doch weiter nach hinten gelaufen, denke ich mal. Kann auch sein, dass ich mich gerade total irre und der wo ganz anders rumläuft. Oder hockt, schläft. Was auch immer der junge Mann macht. Der alte Mann. Ich weiß es nicht. Das Gerät funktioniert jetzt auch gerade nicht ganz so gut. Oh oh, ich höre was. Ich höre ihn schnarchen. Ich höre ihn schnarchen. Zumindest hört es sich so an. Der ist bestimmt ganz in meiner Nähe und ich krieg's einfach nur nicht mit. Snake? Der könnte auch, glaube ich, da oben sein. Jetzt, wo ich das so sehe. Nee. Nee, ist er nicht. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. Bin ich denn blind? Kann das sein, dass er da hinten ist? Da ist er. Das heißt, auf der Karte gesehen. Ach, bei diesem einen Punkt da. Shit. Da muss ich mich nochmal näher ranschleichen. Weil von hier aus treffe ich den nicht.
Und wir lassen den einfach noch ein bisschen schlafen. Den Schlaf hat er sich verdient. Und gleich kann er für immer schlafen. So, ganz sachte. Wo war er jetzt genau? Ich glaube mehr so in die Richtung, ne? Hier nicht? Also mehr in die Richtung. Shit. Ich hab ihn, glaube ich, verloren. Da ist er. Der ist irgendwo dahinter. Was macht der? Der lädt sich auf. Fuck. Ich wusste gar nicht, dass der sich aufladen kann. Darf ich natürlich nicht vergessen. Ach du Scheiße. Das heißt ja, ich muss mich hier doch beeilen. Und wo sind seine Fußspuren jetzt? Fuck. Okay, ich wusste nicht, dass er sich wieder aufladen kann. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert sogar. Also das ist sehr interessant zu wissen. Okay, gut, dann müssen wir uns halt doch ein bisschen mehr beeilen und dürfen nicht ganz so viel rumexperimentieren. Okay, jetzt ist er. Also die Fußspuren sind, glaube ich, wirklich der größte Tipp, den man hier bekommen kann und auch das nützlichste. Man muss halt nur einmal wissen, wo er ist. Und am besten nicht wie ein Trottel einfach rumlaufen. Sondern. Oh fuck. Hier hören die. Ach nein, da hinten gehen sie wieder weiter. Und nicht wie ein Trottel rumlaufen, damit er einen schön abknallen kann. Sondern sich am besten wirklich die Positionen auszusuchen, auszugucken und dann schnurstracks die einfach abzusuchen, so vorsichtig wie möglich. Und dann ist das Ganze eigentlich kein Problem. Nur dass er sich jetzt aufladen konnte, das war mir neu. Zielt er da zufälligerweise in meine Richtung? Ich möchte mal was ausprobieren. Ich glaube nämlich, der zielt in meine Richtung und ich habe keine Lust, dass der wieder wegläuft. Genau, wir werden es mal mit einer Blendgranate probieren. Also es sieht fast so aus, als würde er in meine Richtung schauen. Ich kann es aber nicht ganz bestätigen. Scheiße, was machen wir jetzt? Probieren wir eine Granate aus oder schleichen wir noch ein bisschen in die Richtung? Ach, diese blöde Kamera. Da ist er. Oh, ich muss darauf achten, dass ich nicht die falsche Waffe nehme, deshalb werde ich die mal ganz schnell wieder abrüsten. Ich bin da prädestiniert dafür, immer das Falsche zu nehmen. Wisst ihr ja. Ah, fuck, 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 fuck. I'm over here. Shit.
Hat er mich auch noch getroffen? Ja, hat er. Aber nur einmal, oder? Ja, sieht gut aus. Was war das? Ach, ich bin doch bescheuert, ey. Wieso? Ach. Wieso, wieso, wieso? Aber der hat jetzt, glaube ich, auch wieder nur, ja, nur mit seiner Plantgranate geschossen. Ich brauche noch ein bisschen Nahrung. Instant-Nudeln. Ja, die sind lecker. Karte wollte ich gucken, wo er denn jetzt liegen kann. Oh Gott, der kann ja überall sein. Ach, da ist er ja schon. Guckt. Wer hätte es denn gedacht? Fight like a man. Das heißt hier Fight like a man. Wenn ich nicht wie ein Mann kämpfen würde, dann hätte ich ihn schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt, also eine richtige. Also kommt, jetzt machen sie es mir aber sehr einfach. Jetzt ist er ja schon der Form. Oh shit, wo ist er denn jetzt hingerannt? Ich sehe nichts mehr. Er kann ja nur hier hoch sein. Also momentan läuft es gerade sehr einfach, muss ich sagen. Wenn er jetzt hier wieder irgendwo liegt, ganz einfach und simpel, dann weiß ich auch nicht. Nee, der ist weitergelaufen. Laut den Fußspuren ist er weitergelaufen. Ach, wieso immer das Nachtsichtgerät? Das Infrarotsichtgerät tut's doch auch ganz gut. So, jetzt ist die Frage, wie weit er denn gelaufen ist. Aber wir haben ihn ja auch schon fast.